Film anschauen von den internationalen Speedway-Rennen, das heute in Niederrodenbach bei Hanau ausgetragen wurde. Dort standen sich der MSC Rodenbach, der sich mit Egon Müller verstärkte, und erstmals eine tschechische Mannschaft, Roter Stern Prag, gegenüber. Sie werden, wie wir hoffen, also auch Bilder vom Egon bringen. Wollen wir mal den Film abfahren? Birger Thiemann berichtet. Schon im Fahrerlager zog er die Aufmerksamkeit der dort Anwesenden auf sich. Egon Müller, dreimaliger Sandbahn-Weltmeister aus Kiel. Seine Maschine, eine Westlake aus England, gehörte ebenfalls zu den bestaunten Objekten. Der 28-Jährige, erst vor 3 Wochen gewann er im oberbayerischen Mühldorf zum 3. Mal den Titel und wurde somit zum erfolgreichsten Sandbahnfahrer aller Zeiten, stand heute Mittag als Gast in der Speedway-Mannschaft des MSC Rodenbach. Gegner war Rude Zvezda oder auf Deutsch Roter Stern Prag, ein Team, das fast nur aus Nationalfahrern der CSSR besteht und tschechischer Meister 1977 war. Im ersten Lauf traf Egon Müller auf der Innenbahn auf Jan Hadek und Milan Spinka rechts, dem Ex-Weltmeister im Eisspeedway. In der ersten Kurve schon Führung für den Kieler, der im letzten Jahr in der Bundesliga für Brockstedt fuhr, in dieser Saison aber wechseln will, eventuell sogar zum MSC Diedenbergen, der noch mit im Gespräch ist. Für die Essen würde das natürlich eine enorme Verstärkung bedeuten. Auf der anderen Seite vielleicht ein finanzielles Risiko, denn der Weltmeister ist nicht gerade billig. Müller gewann die 4 Runden auf dem 400 Meter langen Kurs sicher vor dem überraschend starken Josef Maucher, einem 20-jährigen Talent, und den beiden Tschechen, die in diesem Lauf etwas enttäuschten. ...4000 Zuschauer sahen die große Klasse Müllers in seinem 2. Lauf. Er startet als 2. von innen. In der 1. Kurve überholt er den Tschechen Minaschik und geht wie gewohnt in Führung. Ausgangs der 2. Runde allerdings ein Motoraussetzer. Minaschik zieht gleich an der Außenbahn fast uneinholbar davon. Wie ein Fahrer der Spitzenklasse diesen Rückstand aufholt und den Lauf schließlich noch sicher gewinnt, zeigen die folgenden Bilder. Im Verlauf dieses Clubvergleichs hatte Müller dann jedoch einen ernsthaften Defekt an seiner Maschine und konnte zum letzten Lauf nicht mehr antreten. Der MSC Rodenbach unterlag nicht zuletzt deshalb mit 33 zu 45 Punkten, denn Egon Müller gewann alle seine Läufe und er war gewiss der überragende Akteur dieser Veranstaltung. Ein Superstar auf der Rennbahn, aber jetzt kommt die große Überraschung. Nicht nur ein Superstar dort, sondern er schickt sich an, auch ein Superstar im Showbusiness zu werden. Er singt, und wie ich gehört habe, sehr gut. Ich habe noch nicht gehört, aber wir hoffen nachher was von dir zu hören. Eine Frage, ich habe in der Zeitung gelesen, dass du gerade jetzt vor diesem Rennen einige Auftritte nachts absolviert hast und da, also ich weiß es aus meiner Erfahrung, die Veranstaltungen gehen erst abends los und bis du mit jedem Shake Hands gemacht hast, du ist weißt, es Mitternacht? Ja, Peter, du weißt ja selber aus deiner eigenen Erfahrung, das ist ein sehr harter Job, denn ich habe früher nie geglaubt, dass Singen so anstrengend. Alleine das Singen selber nicht, aber dieses ganze Drum und Dran. Diese Leute und dieses Nachtleben, weil ich komme praktisch nie vor 2 Uhr ins Hotel und dann am nächsten Morgen 9 Uhr hoch, so wie heute Morgen die Maschine auf die Rennbahn bringen, Training fahren, dann zu einer anderen Verpflichtung, von der Verpflichtung wieder hin zur Rennbahn, von der Rennbahn hier wieder her und dann anschließend habe ich noch einen Gig heute Abend in Prag. Dann sollte man ihn möglichst schnell singen lassen. Was singst du? Ich singe ein Lied, das kommt von uns, das haben wir selber gemacht und das heißt Rock'n'Roll Speedway. Man ist eine Geschichte über jemanden, der tagsüber Rennen fährt und nachts knallhart in Diskotheken. Okay, dann braucht man Applaus für Egon Müller. Alles in Hannover. Wir fahren gleich ab mit vollem